Nachdem er die Stelle von Augeas gesäubert hatte, musste Herkules nach Arkadien reisen, um die Stymphalia zu erledigen, gigantische Raubvögel, die die Gegend um den See Stymphalia terrorisierten. Nach einer langen Reise kam der Held am See an. Er war erstaunt über die schiere Anzahl der Vögel. Diese schrecklichen Kreaturen hatten eiserne Schnäbel und Federn. Sie griffen ihre Opfer an, indem sie ihre scharfen Metallfedern schleuderten. Es schien unmöglich, diese Aufgabe mit roher Gewalt zu bewältigen. Also versuchte er die Situation mit List zu lösen. Herkules bat seine Schwester Athene um Hilfe und die Göttin der Weisheit war entschlossen. Die Göttin bot ihm ein eisernes Musikinstrument an, das der Gott Hephaistos in seiner heiligen Schmiede hergestellt hatte. Mit diesen göttlichen Trommeln erzeugte Herkules einen ohrenbetäubenden Lärm, der die Vögel vertrieb. Es gelang Herkules sogar, einige Vögel im Flug mit seinem Bogen und Pfeilen abzuschießen, die in das Blut der Hydra getaucht waren. Herkules vollbrachte eine weitere Heldentat und er machte sich auf den Weg zur Insel Kreta. Eurystheus befahl Herkules, auf die Insel von König Minos zu gehen, um den furchterregenden Stier von Kreta zu fangen und zu zähmen. Dies war kein gewöhnlicher Stier. Das Tier sollte zu Ehren des Gottes Poseidon geopfert werden. Aber aufgrund seiner Eigenschaften wollte Minos es nicht opfern. Aus Rache brachte Poseidon den Stier dazu, eine unkontrollierbare Wut zu empfinden. Herkules stellte sich dem mächtigen Stier, dem Vater des schrecklichen Minotauros. Der Stier war unglaublich stark und er rang mit dem Helden. Doch er war nicht stark genug, um den Sohn des Zeus zu besiegen. Herkules packte ihn an den Hörnern und warf ihn zu Boden. Nachdem er es gefesselt hatte, setzte Herkules das Tier auf ein Schiff, das in Richtung Peloponnes fuhr. Bei der Ankunft in Mykene wurde der Stier Eurystheus präsentiert. Nachdem dieser sich vergewissert hatte, dass die Aufgabe erfüllt war, ließ er das Tier frei. Der Stier zog in Griechenland umher und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken, wo immer er auftauchte. In den Ebenen von Marathon traf er auf einen weiteren, furchterregenden Gegner. Sein Name war Theseus.